Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Das Kanto-Event läuft. Wir waren live, als es angefangen hat. Und es gibt Doppelbonbon für alles. Genauso wie ich es vermutet habe. Die meisten dachten ja, dass nur Doppelbonbon kommt für das Fangen von Kanto-Pokémon, Gen 1-Pokémon. Weil das so im deutschen Text falsch übersetzt wurde. Aber im englischen Text stand Doppel-Candy, Double-Candy für jede Aktion. Und das können wir uns auch gleich hier mal anschauen. Die haben ja diese neue News-Seite oder News-Funktion. Und zwar läuft das Event eine Woche vom 10. bis zum 17. Es gibt wieder Galaxo und Aerodactyl als Raid-Boss. Es gibt saftige Boxen, die schauen wir uns gleich an. Im Livestream habt ihr meine Reaktion gesehen. Die Boxen sind echt krass. Hab mir direkt von der größten Box so viel gekauft, wie es ging. Und Gen 1-Pokémon vermehrt. Es gibt immer noch Gen 2. Ich habe gerade Makuhita gesehen. Aber sehr, sehr viel Gen 1. Bisher noch keine Sichtung, noch keine Erwähnung, noch kein Nichts von den Shinies. Also Shinies anscheinend doch nicht am Start. Oder vielleicht kommen die noch. Ihr werdet sehen. Vielleicht auch Relaxo Aerodactyl im Raid als Shiny erhältlich. Aber jetzt nichts, keine Shiny-Welle. Und dann natürlich Doppelbon für alles. Hab auch fleißig bereits meine Legendären verschickt. Lugia hatte ich am Start, obwohl ich von dem keine Bonbons mehr gebraucht habe. Rayquaza, ihr wisst, die verrückte Wafu-Tour, über 100 Raids gemacht an einem Tag. Da hatte ich auch noch so viele. Jetzt kann ich sogar einen zweiten auf Max pushen, ohne jemals einen Sonderbonbon investiert zu haben. Kyogre, Rodon, endlich. Jetzt kann ich beide endlich fertig auf Max pushen. Das machen wir auch in dem Video hier. Fangen wir kurz. Oh, doch, fangen wir kurz das Krabby. Dann sehen wir auch hier die Doppelbonbons. Und vergesst nicht, mit Sananaberge kriegt ihr dann vierfach Bonbons. Ein Pokémon der dritten Stufe. Doppelbonbon 20 mit der gelben Berge sogar 40. Also das geht echt krass ab. Vergesst nicht Mewtwo am Wochenende. Und C-Day, aber vor allem Mewtwo. Mit gelber Berge wären das 12 Mewtwo-Bonbons. So, weg damit. Erstmal die Boxen. Schauen wir uns die kleinen an. 480, 6 Pässe. 6 Pässe normal, 600. Also da macht man bereits Plus. Und ein paar Lappenmodule als extra. Und die gelben Bären jetzt bei Doppelbonbon kann man auf jeden Fall gebrauchen. Dann die mittlere. 12 Pässe. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, Alter, wie viele sind dann in der großen Box? 12 Pässe wären eigentlich 1200. Und da kriegst du die für 780. 6 Rauch, 6 Glückseier und 16 gelbe Bären. Nicht schlecht. Und jetzt kommt's, die große Box. 12 Glückseier braucht man jetzt eigentlich nicht unbedingt. 24 Pässe, das werden schon mal 2400. Und dann 4 Sternstücke und 10 Lokmodule. Module kann man eigentlich immer gebrauchen. Vor allem jetzt, wo Parsing immer tot ist, muss ich selber schmeißen. Also da habe ich echt ordentlich zugeschlagen. Ich überlege nochmal aufzuladen und da nochmal richtig reinzuhauen. Aber mein Beutel ist eh schon wieder voll. Also vielleicht reicht es auch erstmal. Weil ich habe jetzt über 100 Pässe. Latias werde ich jetzt nicht so viel machen. Latios, schauen wir mal. Ah, ich muss echt mal schauen, ob ich da nochmal reincache. Aber es ist schon verführerisch, weil die Box ist echt krass. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von den Boxen haltet und welche Box ihr euch gegönnt habt. Das war es auf jeden Fall von den Boxen. Jetzt gehen wir zu den Pokémon. Dann hier auf Combat. Genau. Also Rayquaza habe ich jetzt alle verschickt. Habe 228, 20 Bonbons auf 248, könnte ich meinen zweiten 98er auf Max pushen. Mache ich vielleicht noch im Verlauf des Events. Lugia habe ich auch ein paar verschickt. Jetzt habe ich da wieder über 100 Bonbons. Auch wenn ich den echt, wie gesagt, gar nicht brauche. Aber wofür ich das auf jeden Fall gebraucht habe. Endlich wirst du auf Max gepusht. Mein erster legendärer 100er. Und allgemein auch überhaupt mein erster 100er aus dem Raid. Bester Wasserangreifer. Ich habe ihn damals auch gefangen, wo der echt schwer war zu fangen, bevor die es abgeändert haben. So. Fehlt nicht mehr viel, also da fehlt echt nicht mehr viel. Haben nur ein paar Bonbons gefehlt. Und dann investiere ich, glaube ich, ein paar Sonderbonbons, um einen zweiten auf Max zu pushen. Weil, wie gesagt, bester Wasserangreifer. Ich habe noch einen 96er mit 15 Angriff. Das geht schon klar. Vor allem habe ich jetzt noch nicht mehr über 100 Bonbons. So, Max 4074, 100%. IV-Check. Bester Satz. KP.
Angriff, Defense. 15. Bam. So 91, dann brauche ich noch um die 150. Okay. Ah, 150 sind schon eine Menge Sonderwurfs. Und er hat jetzt Mewtwo überholt. Oder die beiden Mewtwos. So, und Glodon auch noch. IV-Check. Bester Satz. KP, Angriff, Defense, 15. So. Von dem habe ich auch noch einen 96er, 15 Angriff. Da kann auch ein zweiter echt nicht schaden. Bester Bodenangreifer. Vor allem, weil ich ja noch ein Blitzer Solo Raid machen will. Da bleiben nicht mehr so viele Bonbons übrig. Also da müsste ich dann beinahe wieder. Oder ich glaube, das reicht nicht mal ganz. Ah, knapp. Richtig knapp. Ich habe gerade so genug Bonbons, um den auf Max zu pushen. Das heißt, für den zweiten müsste ich beinahe wieder maximale Bonbons ausgeben. Ja, da Max 4074. 248 von Level 20 auf 40. Das heißt, ich bräuchte 244. Aber gut, dass ich momentan mit dem laufe. Also in den investiere ich, glaube ich, echt noch ein paar Sonderbonbons. Abgesehen von denen habe ich gerade keinen Legendären, den ich auf Max pushen will. Latias mache ich jetzt gerade. Ja, Rayquaza hätte ich auch fast genug, 20, ja. Mewtwo dritten oder den halt. Und Kyogre, ja. Das sind so die drei Hauptziele. Schauen wir mal, in was ich die nächsten Sonderbonbons investiere. Aber das war's erstmal von den zwei. Oh, bam, 4074. Beide Mewtwo 100% überholt. Das ist schon krass, jetzt alle vier 100er auf Max. Meine vier Legendären. Coole Sache. Auf jeden Fall, das war's vom Doppelcandy Event, der erste Tag, die erste Nacht, alles verschickt, was so ging. Von den normalen Sachen habe ich echt nichts aufgehoben, also keine Kindwürmer, keine Knackleons, was auch immer, Tarnels oder sowas, Waschwas. Also sowas, Dratini, Lavita habe ich echt gar nichts aufgehoben. Nur die Legendären, die habe ich jetzt alle verschickt. Mal schauen, was ich noch so auf Max pushen werde. Ich habe mir überlegt, weil es ja das große Kanto Event ist, dass ich alle Kanto-Pokémon, die ich habe, auf 100 während der 7 Tage jetzt auf Max pushen werde. Ja, dazu wahrscheinlich noch ein separates Video. Aber das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event findet, wie ihr die Boxen findet. Habt ihr auch viele Sachen angespart für Doppelbonbon? Habt ihr auch lange drauf gewartet, so wie ich? Und habt ihr einen Shiny gefangen von den neuen Sachen? Ist zwar sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube, falls Shiny da wären, hätte schon irgendjemand was gepostet, aber man weiß ja nie. Falls ihr irgendwas entdeckt habt, zwecks Shiny, gebt Bescheid. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist das Business.